Dieses Architektenforum hat eine Besonderheit und eine Einmaligkeit. Es ist eine wunderbare Kombination, ein Dialogforum, eine Dialogplattform für Architekten, sich mit oder über Architektur auszutauschen. Heutzutage müssen wir uns ja ganz aktiv damit auseinandersetzen, wie wir unsere aktuellen gesellschaftlichen Fragen beantworten. Der demografische Wandel, die Energiewende, der Klimawandel, auch die neuen digitalen Entwurfs- und Baumethoden sind sicher viele Fragen, die uns umtreiben als IBA Thüringen und die sicher für die Architektenschaft auch von großem Interesse sind. Ich finde es wunderbar, dass das Architektenforum die Themen vor Ort aufgreift. Regionalen Themen, die lokalen Themen, die auf den ersten Blick regional und lokal sind, aber auf den zweiten Blick von nationaler, ja internationaler Bedeutung sind. Aufzuzeigen, wie wir arbeiten, wie wir entwerfen, was uns wichtig ist an der Stadt, an einem Gebäude und an den Fassaden. Die Möglichkeit, hier in Weimar zu sein, war eine einmalige Gelegenheit. Ich habe auch gemerkt beim Vortragen selber, dass es eine Zuhörerschaft ist, die unglaublich genau zuhört, also mit ganz großen Augen und sehr aufmerksam ist. Das zeugt dann schon von einer gewissen Qualität, die hier im Raum versprüht wird.